Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Riser 2 Lost Legends and the Secret Fairy. Ich wollte euch bloß mal zeigen, dass sich das Anfangsbild immer wieder verändert. Jetzt ist so um die Vieh. Vorher waren wir ja in der Stadt gestanden, ne, mit dem Bose und mit dem Tau. Fast hätte ich ihn vergessen. Mit dem Bose und mit dem Tau und jetzt sind wir da Patty und Vieh und mit Tau stehen wir außerhalb. Genau. Loading. Habe ich schon bei Trace of Cold Steel gemacht. Da haben sich auch immer die Anfangsbilder leicht verändert oder wurden andere Szenen gezeigt. Da habe ich es auch immer gerne mal. Update! Ah ja, stimmt, es gab ein 8 GB Update. Also auf Steam jedenfalls. New content was added to the game. Additional maximum difficulty update. You can now select legendary difficulty. Ja, ihr mich auch, ey. You must clear the game at least once in order to unlock legendary difficulty. New content was added to the game photo mode. Enhanced update. Now place enemies into the picture you take. New contents was added to the game. Weasel Roast and Lamb Roast. Available as a story progress. Okay, echt sau wichtige Sachen, Alter. Ohne das, ne, ohne das schaffen müssen, ne? Genau. Ich muss vielleicht erst wieder, wenn wir in die Steuerung reinkommen. Ist eine Woche her. What the fuck? Was ist mit euch los? Und wer zur Hölle bist du? Achso, das ist die eine. Machen wir erst mal alle. Okay. Oh ja, stimmt. Ich wollte auch, weil jemand danach gefragt hat, so einen Mini-Crash-Kurs gehen. Im Kampfsystem. Machen wir das lieber gleich? Ich glaube, wir machen das. Warum bist du da drüben? Ups. Lucky Clover. Ja, kann sie. Ich komme aber nicht mehr hoch. Doppelsprung, wir brauchen einen Doppelsprung, Alter. Machen wir das gleich? Ich glaube, wir machen es gleich. Warte mal kurz in die Ruinen. Maiden's Catacombs. Ja, gehen wir gleich unten auf. Wir gehen dann eh gleich nochmal zurück, um die Szene anzuschauen. Also. Was das Wichtigste schon mal ist, wobei, da müsste ich eigentlich nachschauen. Guide. Items, Effects, Traits, Monsters. Help, 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 help. Warte mal. Battle, battle, battle. Shit, wo war denn das? Das Ding ist, du kriegst mit unterschiedlichen. Du kannst dir mit der Sichel zuhauen, man kann ja mit der Axt zuhauen und mit dem Stab. Wenn ich mich nicht täusche, kriegst du mit der Sichel, hat der Gegner weniger Verteidigung und mit der Axt weniger Angriff. Also wenn du den triffst. Dann kommst du das ganz normal einfach, mal unten links das T-Level, das Taktik-Level. Das ist Level 2, das heißt, ich kann dreimal zuhauen. Und wenn der Kampf länger dauert, wir sollten auf einen gehen. Kann man auch öfter zuhauen, das heißt, man kann mehrfach nacheinander angreifen. Die AP laden sich mit jedem Schlag auf. Aber wir müssen hier mal einen abwecken. Ja, das ist schwer jetzt hier ein Tutorial zu machen. Ich bin in sowas echt nicht gut. Genau. Kann ich hier irgendwie Pause machen? Ja, so. Genau. Wir haben unten links aber die Ab. Also nochmal. Unten links ist das T-Level, das Taktik-Level. Mit jedem Schlag zieht er, lädt sich das auf. Taktik-Level 3 kannst du dann 4-mal zuhauen. Taktik-Level 5 dann dementsprechend halt 5-mal. Die AP laden sich zum Beispiel dann. Du hast eine Wait-Time, das seht ihr ja unten links auch, was leuchtet. Das ist natürlich ganz normal, wenn du dran bist. Dann gibt's oben drüber gibt's das AP. AP ist, wenn du deine Magie verwenden willst. Angriffe, Spezialangriffe. Die kosten bestimmte AP, damit du die benutzen kannst. CC ist wiederum für die Items da. Das heißt, wenn du dir ein Item ausrüstest, wir haben jetzt 2 CT, dann kann ich da unten Item Rush machen. Dann, das sind die Items, was ich ausgerüstet habe. Kosten auch bestimmt 2, 3, 1, 1. Nimm einfach mal Eis. Brauchst 2 Stück, wir haben 2 Stück. Dann kann man die 2 benutzen. Bam. So. Das ist natürlich jetzt ist wieder 1 CC ist wieder aufgeladen durch den Angriff vor der Pappen.
Und genau, das war's jetzt mit den Items, die muss man ausrüsten. Nächste Ding ist das, es gibt ja Combo-Angriffe. Da lassen wir uns jetzt einfach mal weiterlaufen. Die links, die Charaktere sagen was. Was du machen sollst. Na, sag doch mal was. Ey, ihr Penner. Irgendwie sagen die nix. Das ist gerade komisch. Ah ja, mit Y kann man übrigens blocken. Das hatte ich fast vergessen. Steht der Defender. Ja, irgendwie mal die das jetzt weg. Ja, wow, das hat jetzt super funktioniert für das Tutorial, weil die nichts gesagt haben, die Penner. Und zwar geht's darum, dass die einem erzählen. Wir gehen woanders hin, Alter, wir sind die Gegner hier so stark. Also halt, zu stark zum nebenbei irgendwann Mist zu labern. Da sind die kleinen Wollknäule. Und zwar, die sagen was. Ja, wir hauen jetzt erstmal drauf, um die AP zu steigern. Wow, der überlebt's nicht. Ach, so ein Scheiß jetzt. Okay, wir müssen doch wieder da rein. Oder gehen wir in die Valley of Winds? Die halten da, glaube ich, mehr aus. Wenn ich was vergessen sollte, ich bin beschissene Tutorials, ganz einfach. Erwähne es gerne in den Kommentaren. Für andere. Also die halten halt auch nichts aus, ne? Da jetzt hat er sagt, deal magical damage, also nämlich Shining Blast. Und das Wiesel ist tot. Dann macht der aber noch einen Combo-Angriff. Und so ist es dann halt diese Kombos. Jemand sagt dir, du sollst magisch angreifen oder physisch. Dann musst du die richtige Attacke auswählen oder halt jemand eine Attacke. Und dann macht der eine Combo-Attacke dazu und dann ziehst du halt mehr ab. Das ist ein Problem gewesen, was ich im ersten Teil komplett verpeilt habe. Und halt bestimmt das halbe Spiel nicht benutzt habe und immer nur aus Zufall irgendwie sowas aktiviert habe. Bis ich mir halt das blöde Kampfsystem nochmal durchgelesen habe wegen einem Boss. Ja, das war jetzt halt erstmal mit dem Kampfsystem eigentlich. Items müsst ihr natürlich dann ausrüsten. Wie komme ich jetzt da nochmal da? Items müsst ihr natürlich hier ausrüsten. Das sind Core-Items. Core-Items müsst ihr ausrüsten. Seht ihr ja hier 4 Stück. Wobei ich immer noch nicht weiß, was das 0 von 10 bedeutet. Oder die Riser kann, glaube ich, 10 CC sparen. Ich glaube, das muss ich nochmal nachlesen. Ich sage ja, ich... Battle da, CC Bottle. Any used CC from Battle will add to your CC Bottle. Was wir nicht benutzen, wir kennen, sondern use CC to use healing items outside of battle. CC Bottle will be refilled when you return to your Atelier. Ja, das stimmt doch nicht. Hier ist 0 von 10. Core Charge. Wie waren das nochmal? Items? Nee. Schon Core Items. Das würde ich jetzt austauschen. Alter, ich glaube, ich bin gerade selber voll durch jetzt. Da. Ach, da unten ist CC. Okay. Aber während des Kampfes zählt es nicht, ne? Achso, ja, mit hinten links könnt ihr einen Charakter wechseln. Achso, ja, Physical Damage. Das wäre in dem Moment dann Blaze Rush. Ja, gut, jetzt ist er natürlich tot. Das bringt natürlich nicht viel Kombo. Aber ein paar Gegenstände. Ja, das war jetzt das Ganze mit dem... Im Kampfsystem. So, und jetzt machen wir aber weiter. Für alle, die es natürlich interessiert, die konnten es natürlich überspringen. So, nochmal, ich wollte das nur Farm Restrict machen, ich wollte mit der alten labern.
Hä? Ist das nicht der andere jetzige? Nee, scheinbar nicht. Wo war denn der Redefarm? Das letzte Mal bin ich einfach hingeportet worden, oder? Da ist er. うちの畑をちょっとね。今年の土はかなりいい感じでね、美味しい作物がたくさん育ちそうなんだよ。Scheiße, was ist das für ein Garten? それじゃ、今年はたくさん育てなくちゃね。Von vielen, was sind's nur fünf? それはないない。生活するのに必要な最低限の量は育ててるから。 これ、せっかくうちの状態がいいのに、なんかもったいない気がするけど。人手が足りてるならそうしたかもしれないけど、残念ながらうちはか弱き乙女5人しかいないからね。人手が足りないのに作物増やしたところでいい結果にはならないでしょ。そっか、欲張って管理できないくらい育てようとしてもいいものはできないし、悪ければダメになる。 うちのお父さんたちがよく言ってたっけ。ささ、ライザは話が分かるから話しやすくていいわ。人手を増やそうとは考えないの？王都の男どもは農業なんてやりたがらないよ。うちの妹たちだって不満たらってるなのに。それは王都に限らないかも。私もそうで、今は錬金術師やってるし。 Kann ich das hier abbauen? Na gut, ich latsche einfach mal über ihr schwer verdientes Essen. Ach na scheiße, das ist in der Wasser. Nein! Verdammt. Sardinen? Okay, mit Sardinen habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Gehen wir mal in die Maiden Catacombs. Warte mal, wie viele Dinge haben wir eigentlich? Skill Points. 324. Weil ist mir nämlich ein Tipp gekommen, das habe ich komplett verpeilt gehabt. Ich wusste, das Morphen ist für irgendwas gut, aber ich wusste nicht mehr genau für was. Man kann ja Waffen weiterentwickeln. Aber das sollten wir jetzt vielleicht mal... Ich weiß nicht, ob wir im Kaffee alles gemacht haben, da ist ja eh dann jetzt noch eine Szene. Genau, da wollte ich nämlich auch hin. Wobei das jetzt eine Szene dafür ist. ライザもここの掲示板にある依頼を受けてるのよね。うん、今のところこれがお仕事みたいなものだからね。そう、ライザってすごいのね。掲示板に貼ってある依頼って簡単なものばかりじゃないでしょ。Alter, die sind total easy, die verdammten Quests. たまに危険な内容のものがあるから心配なのよ。見るだけでも怖くなっちゃうわ。うん、討伐依頼なんかはそういうの多いかな。仕事に口出しするのはどうかと思うけど、あまり無茶はしないでね。特に討伐依頼を受けるときはお金よりも身の安全を第一に考えないとダメよ。<笑>大丈夫だよ。 Ja, aber sehr gut, die haben mich gleich davor gestellt. Accept Quests. Handwork. Accept. Handmegaburn. Den haben wir doch auch schon erledigt, oder? Sehr gut. Turn in. Was waren es? 5? Was war das da? Alter, Fool? Nein! Ah, ich Idiot. Das sind Quests, die ich liebe. Ja, Mann, wir hatten sich um alle gekümmert. Da. Report.
Nur die Papierdinger. Wofür braucht denn der? Also. Bam. Und schon haben wir Skilltree 600. Wo war jetzt Morph? Da ist Morph. Und jetzt erklären sie mir Morph. Morph, Morph. Unlock is Morph. Hallo? Ah ja. Investigate some runes. Special. Gem Reduction. Stimmt, mit Gems kann ich ja, glaube ich. Item Duplication. Mit Gems kann ich ja. Was waren da? Konnte ich irgendwas verstärken oder so? Irgendwas konnte ich da auf jeden Fall. Ah, wir verdoppeln waren die, glaube ich, ne? Ne, was kann ich hier freischalten? Ach, egal. Quantity. Ah, da kann ich nochmal mehr Material dazufügen. Lunar Lamp. Da brauche ich das nämlich auch noch. Aber das machen wir mal später dann. Jetzt gehen wir erstmal nochmal in die Catacombs. Hauen da ein bisschen rum. Genau, da oben ist noch eins. Links brauchen wir nicht lang, da können wir so rumlaufen. Monster ignorieren wir mal. Ja, ja. Geh weiter. Wobei man ein paar Golems weghauen soll, ne? Aber da stand ja drin. Ja, aber kannst du mal aufhören, über deinen eigenen anzugreifen, wie in der Spacke. So, weg mit dir. Weil was? Setzt du aus, du Sack. Ah, jetzt. Sehr gut. Sind eigentlich alle Golems erlaubt in der Quest? Kann ich das eigentlich nachschauen? Ah, zu viele Menüs. Formation Status. Ja, was kann man denn sagen? Boah, warte, was hat denn der alles? Lightning Fast. Flame Rabbit. So, was magst du? Book of Possession. Ja, nochmal ist mit da. Wir wollen ja hier nicht knausig sein. Ist gut für Metallzeug. Ich bräuchte mal was, wie schnell aufräumt. Nur drüber laufen und mitnehmen wäre geil. Oh, Glück, hab vorher noch erwischt. Tau. Ich weiß ganz genau, dass du wieder nach Eignung angreifst. Boah, fuck. Aber jetzt sag mal, was ich machen soll. Bist du damit. Ich kann auch ein Doppelkombo machen, ne? Wenn ich dann. Der ist weg, zack. Taktik Level up. Jetzt sind wir nämlich auf 3. Jetzt müsst ihr auch öfter zuhauen können. Zack, das war jetzt ein fetter Angriff. Nochmal Quick Item. Boah. Alter, das Item haut halt richtig rein. Und das Gute ist, wenn du die halt verstärkst, sind es natürlich auch mehr. Mit Spezialeffekten und alles. Ich find's gut, dass sie es jetzt so gemacht haben. Dass du in längeren Kämpfen dann das so benutzen kannst.
Weil vorher war es ja, du musstest sie auffüllen. Na? Na ja, gut, komm her. Wir brauchen ja, glaube ich, die Blauen. Ich hab dir schon mal gesagt, Tau, bleib auf. Wahrscheinlich kann ich irgendwo einstellen. Nochmal Item Rush. Ah, resisted. Da brauch ich die Naja, okay. Aber oh, warte, ich kann noch mal was anderes machen. Grasbohne. Aber sag mir, was ich machen soll. Okay, das hat sich nicht gebracht. Warte mal, war das gar kein... Okay, das war gar kein magischer Angriff. Scheiße. Oh, jetzt hab ich's vernichtet. Ah, wir sind schon auf 20, läuft doch. Core Item in Battle, 9 von 20. Hab ich das mit den Golems schon abgeschossen? Abgeschlossen? Abgeschossen, ja. Aber was laberst du? Lass ich doch mal hier mal Käse einsammeln. Warte kurz, Monster. Ich muss hier kurz mal die Käfer einsammeln. Fresh Berry. Warte mal. Oh oh. Der will ein Stück von mir. Wo haben wir denn schon? Ah, geht ja noch. Ich habe wieder ein bisschen spät angefangen aufzunehmen. Für das Tutorial, denke ich mal, mache ich heute auf jeden Fall eine 35-Minuten-Folge. Normal sind die Folgen immer 30 Minuten, aber nach dem Tutorial, wo 6-7 Minuten gedauert hat, schauen wir auf. Schau ich, dass ich euch auf jeden Fall eine kleine Chirnigung mit reinmache, indem ich einfach 5 Minuten länger mache. Hört sich so wenig an, ne? Das Lustige ist, am Anfang waren ja eigentlich meine Videos alle immer nur 20 Minuten lang. Jetzt mittlerweile mit besserem Internet dauert es auch nicht mehr so lang zum Hochladen. Weil für eine 20-Minuten-Folge hat halt mal mit meinem geilen Internet mit 6000er Leitung, was das oder sagen wir mal maximal 10.000 hat er rausgebracht. Von der 16.000er, was man hat. 2 Stunden gebraucht zum Hochladen. 1,5 bis 2. Und jetzt halt mit meiner neuen Leitung. Gott sei Dank, Alter. Das dauert halt 10 Minuten. Hat er auch nur am Arsch der Welt, wo wir wohnen. Geh weg. Warte mal. Ah, ich hätte unten abbiegen müssen, ne? Verdammt. Vor allem, das hat halt nur nachts richtig gut hochgeladen. Tagsüber, wenn dann alle mit dabei waren. Vom ganzen Dorf und sowas. Ja. Ist natürlich dann super gelaufen, ne? Ah, da ging es so runter. Konnte ich da auch wieder hochklettern? Ja klar, lass mal einfach mal ein paar Dinger wachsen. Da ist die rote Seele. これ、他の残されてた思念と違うみたい。この遺跡のことが色々流れ込んでから。ライザ、大丈夫？あ、うん。ちょっとぼーっとしちゃってた。それより、これのおかげでこの遺跡のことが少しだけ分かったよ。あっちこっちにある金、あれはとても重要なものみたいなんだ。 中でもこの壊れてる大金は特別なものだと思う。具体的には分からないけど、金なんだし鳴らしてみたら何か起きるかも。
そんな言い加減な罠とかだったらどうするんですか。それにこの鐘、舌の部分が壊れちゃってるから鳴らせそうにないですよ。あらら。でもここだけ直せば音を鳴らせるかも。気になるのはわかるけど、今鳴らしたって意味ないんじゃないかな。それもそっか。でも Restoring Runes. Ah, okay, rote sind Dinger, wo du was reparieren musst. Then important areas that can be found as runes that have ceased to function as they were designed to. You will be able to restore these areas if you discover the reasons they are inactive and find a way to fix them. In order to do that, you will have to solve the mysteries of the rune crystals. The crystals will appear framed in gold in the exploration diary. When you complete the entry for any of the crystals, you will receive the receipt you will need to restore the runes. You will first need to complete the items on the research list to make the memory of the runes visible. When you clear the research list, you will be able to analyze both the runes crystal and the rune fragments. When you visit new runes, start by following the instructions in your research list. Das haben sie schon irgendwie geil ausgearbeitet, das gefällt mir. Cemetery Bell. Ich würde gerne erstmal, bevor wir jetzt da irgendwelche Action machen, erstmal die ganzen Dinger finden. Was laberst du? Ich lese das Zeug da unten eigentlich gar nicht mehr. Was ist das da? Ich will das mitnehmen. Das schaut doch nützlich aus, nimm das mit. Reiser, du enttäuscht mich. Oh oh. Talk. I never knew what such a place under there was such a place underground. Why did you create it? These are the graves of people dear to me. At the beginning there were but a few, but now. Wow. Okay, das ist ein Grab oder was? Ein paar Eier klauen, ein paar Spinnmetzen ab. So, was war hier? Indiana Jones. Ich kann nicht aufhören, nur den ganzen Scheiß einzusammeln. Endzeit Ingot. Oh ja. Also Kristalle kann ich nie liegen lassen. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein Ding. Ich glaube, der hat mich auch nicht verkauft. Wow. We have mastered the art of magic blacksmithing, but without the workshops there is nothing we can do. But we must repay our debt to the witch who fought alongside us. We have to do whatever we can to help. Okay, ist da drin? Twin Edge. Ich soll einfach mal eine bessere Waffe hier verstecken, ne? Na gut, aber wir haben schon ziemlich viel gekämpft, also passt schon. Ich find's ja an sich immer lustig eigentlich, wenn man überlegt, dass in so... Ah, das wollte ich mitnehmen. Dass in so Spielen immer genau die Waffen drin versteckt werden, die man benutzt. Ich meine, das ist ganz normal, ne? Bevor man in der Ruine geht, werden die erstmal ausgetauscht. Fresh Berry. Warte mal. Sind wir jetzt schon durch? Wir haben eigentlich alles, ne? Ich kann mich nur mal auf die normale Map. Nee. World Map, Exploration Diary. Kann ich das auch? Ah, Change Display, ja. Ja doch, ich kann da wirklich entlang schwingen. Hä, warte, wie komme ich aber da hin? Hä? Ach, das ist einfach... Ach so, das ist an sich noch ein Stock höher. Wir sind... da unten. Da ist ein Schatz, da ist ein Monster.
Aber nachdem wir jetzt den dritten Stock gefunden haben, können wir kurz zurück ins Atelier. Ah, die Patty will was. Blaze Rush? Control your skill levels. When characters reach a certain level, the level of the active skill will increase. When a skill level increases, the plus mark will appear next to the name and you will be able to see it upgrade effects. Skill levels can be upgraded to plus plus. Power up skills effects will be activated when you use upgrade skills in succession in battle. Upgrade skills will also have some extra effects when you reach certain tactic levels. You can also increase your chain counted by using skills in succession, so don't forget to try it out. Okay. Warte mal, wollte die Putting nicht was? Jetzt. この辺で取れる素材もだいぶ分かってきたかな。そろそろレシピ変化を試してみてもいいかも。 Ah, jetzt wird mir Smorf erklärt. Ich hab's ja vorher mitten in der Arena, glaube ich. Naja, im Café gemacht. You will now be able to reuse Recipe Morph Material Loops during Synthesis. Recipe Morph Material Loops allow you to obtain a completely new recipe when you fulfill certain conditions to alter the item you are synthesizing. However, to alter the item, you will often be required to use special materials that are not specific in the original recipe. Okay, let's gather or synthesize the required materials to create the new recipe. You will also be able to transfer some of the traits from the original item to the new one. Be carefully selecting the traits to transfer, you might be able to create a truly unique new item. 空間島にはなかったものもあるし、新しい組み合わせも試してみるか。 Und Nummer 1. Ja, ich dachte, ich soll mit der Party reden, ist sie hier? Gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Jetzt. Sie schaut wieder bloß auf die Reiser, während die sich wieder gut verstehen. オタって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって、目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べて特も立派でさ。変に緊張して、最初は買い物なんてできなかったよ。 二人とも随分と仲が良ろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな。どう思う？普通だと思うよ。いつもこんな感じだし。あ、いえ、 仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。タオ。え？じゃあ 私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？<笑>面白い話だね。いや、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやりぬくところなんか本当にすごいと思ってるし。けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。 ひどい。<笑>なるほど。よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。あ、ん？油断できないお友達です。油断できない？どういう意味かな？ 使う言葉は難しいね。<笑> Okay, wir haben es also, sie ist wirklich eifersüchtig. Scheiße, eigentlich wollte ich jetzt weitermachen in den Ruinen, wobei jetzt die Folge ist eh gleich. Und dann machen wir noch eine kurze... True Handmade Stuff, was fehlt mir da? Mystical Wonder. Statium brauche ich dafür, what? Fuck. Aber das kann ich aus Ding machen. Ich trottel. Ich muss da erst wieder reinkommen. Ist schon ewig her, Ingor.
Arknid. Wir haben kein Arknid. Scheiße. Wo krieg ich Arknid her? Warum leuchtet die Riser so? Hä? Animal Hide, Restraint. Ah, da ist dann auch Trevor's Code. Auf Trevor's Code, Restraint still, kann man aber. Wo können wir da hin? Change to Trevor's Code. Machen wir doch mal, wie war jetzt das nochmal? Out Adam Address, High Quality, hau rein. Das können wir dann leicht abändern. Sortieren, Quality. Ah, scheiße, brauche ich zwei. Jetzt hab ich da nichts. Wow, 5 Death, Alter. Das ist ja schlechter wie das andere. Aber jetzt kann ich wenigstens aus dem dann auch was machen, oder? Traveler's Code. Fluffy Wool, Noble Tunic. Stark. Ja gut, dann bedanke ich mich an der Stelle mal bei euch fürs Zuschauen. Ich meine, ich werde es danach weiterspielen. Die Folge ist ja schon für heute. Ich hoffe mal, das Tutorial hat dem einen oder anderen vielleicht geholfen am Anfang. Auch wenn ich immer noch beschissen bin, ein Tutorial zu machen. Nur ich muss zugeben, ich werde euch nicht das Alchemie-System erklären, weil ich das selber manchmal ein bisschen noch schauen muss. Da müsst ihr wirklich dann schauen, was die euch sagen. Ich weiß bloß, ihr müsst halt drauf schauen, was die für Qualität haben und was die für Fähigkeiten haben. Weil das sieht ihr ja, Sheep Slayer ist dann gut gegen Schafe, Power Throw ist, keine Ahnung, was Power Throw ist. Ample Healing ist dann für besseres Heilen, Cursed Wrench, Scorpion Slayer, Stewards Blessing. Das sind so Sachen, die könnt ihr ja dann, kann ich die dann hier eigentlich schon nachschauen? Boah, Alter! Hä? Warum geht das so schnell? Mit dem Steuerkreuz geht's so. Mit dem Stick geht's so. Ist doch normal scheinbar. Da geht's normal. Strahlpriag, Lightning Sand, Explosive Uni, Weird Nut. Was wird denn das? Wo ist denn das? Da, neues Rezept. Weird Nut. Okay. Bomb ist ja, glaube ich, Feuer, ne? Rose Bomb. Ich sollte mal das Explosive Uni wegmachen und eine Bombe ausrüsten. Das ist ja dann gegen Feuer. So, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.